lässt hier nichts zu. Jetzt der Topscorer auf dem Eis von Weißwasser gegen Sebastian Busch, Jeff Hayes. Schuss und Tor! Tor, Christopher Kasten! Christopher Kasten zieht von der blauen Linie ab und bezwingt Franz Repp in der ersten Spielminute zum 1:0 für die Bayreuth Tigers. Mit Sebastian Busch, Marsal, Bavlu und Christopher Kasten. Jetzt guter Pass in die Mitte. Gut ge- Scheibe im Tor. Scheibe im Tor. Konnte ich von hier oben nicht zu sehen. Torschütze. Guter Pass auf. Konnte man hier nicht sehen. Ja, und das 1:1 der Weißwasser-Füchse. Hayes, Bayreuth in der Box. Hayes, Barkonen versucht mit dem Handgelenkschuss vors Tor, aber bleibt hängen, gut aufgepasst. Jetzt die Möglichkeit, Bardosch im Alleingang. Aber Strafzeit. Strafzeit. Gegen Weißwasser. Unkorrekter Körperangriff. Entschuldigung, übertriebene Härte. Übertriebene Härte gegen Felix Linden. Zieht 2 Minuten Strafzeit nach für Weißwasser. 5 Minuten Spieldauer. 5 Minuten Spieldauer für Weißwasser wegen Verletzungsfolge gegen Bohatsch. Jader. Kasten. Pass in den Slot. Wallenius. Tor! Tor! Tor für die Bayreuth Tigers. Nach einem sehr schönen Zuspiel von Christopher Kasten auf Valentin Busch, der ihn freistehend im Slot zieht, gehen die Bayreuth Tigers mit 2:1 in Führung. Sehr schöner Pass auf Valentin Busch und der bezwingt Franz Repp zum 2:1. Mit Vehemenz versuchte die Scheibe rauszubringen aus dem Drittel. Marsal legt auf Valentin Busch, der könnte jetzt schießen. Schießt Tor! Setzt einen Schuss an. Valentin Busch passt dann auf Markus Marsal. Und der erzielt das 3:1 für die Tigers. 3:1 Führung für die Bayreuth Tigers. Marsal lässt die Scheibe zunächst liegen für Valentin Busch. Passt quer in den Slot und Marsal muss nur noch den Schläger hinhalten zur 3:1 Führung für die Bayreuth Tigers. Martin, Pass, Tor! Tor für Weißwasser nach einem Querpass vor das Tor. War der Torschütze, die Nummer 2, Nick Brunetto, taucht vor dem Tor von Weißwasser auf und kann die Scheibe zum 3:2 einschieben. Keine Chance für Weißwasser. Kutscheda auf Bardosch.
die man sicherlich heute ein Tor gönnt zu seinem Geburtstag. Kucheda, Tor! Kucheda mit seinem ersten Tor für die Bayreuth Tigers. Außerhalb rechter Position überwindet er Franz Repp mit einem Handgelenkschuss ins Tordreieck. Sehr schönes Tor des Neuzugangs aus Tschechien. Überwindet Franz Repp. Auch wenn jetzt 5 gegen 4 im Drittel, Markun ist nochmal versucht, aber Wolbeik dazwischen holt sich die Scheibe. Ja, und fast nochmal ein Empty-Net-Tor. Tor! Gibt er aber nicht mehr. Oswald gibt dieses Tor nicht mehr. Zeit abgelaufen. Uns ist es egal. Die Bayreuth Tigers gewinnen 4:2 gegen Weißwasser und holen erneut 3 Punkte zu Hause. Wichtige 3 Punkte für die Playoffs oder für die Pre-Playoffs. Obwohl der Ausfall von Conor Schwadi und Geigmüller im letzten Drittel von Geigmüller auch noch dazwischen kam. Conor Schwadi ja krank zu Hause.